Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Heute zeige ich euch mal den M6. Das ist ein Tier 6 Panzer der USA. Es geht in dem Video aber gar nicht so sehr um den M6 an sich. Deswegen gehe ich auch nicht besonders auf die Stats ein. Nur so viel dazu. Er reagiert nicht allzu positiv auf feindliches Feuer. Deswegen sollte man ein bisschen aus dem Hintergrund mit ihm arbeiten, obwohl er halt ein Heavy Tank ist. Und man kann mit der Kanone, die ist sehr durchschlagskräftig, kann man ordentlich Schaden austeilen. Allerdings Turmpanzerung ist nicht der Hit und Höhenpanzerung ist zwar okay, aber wenn man weiß, wo man hinschießen muss, kommt man auch da auf jeden Fall durch. Deswegen eher ein Panzer für die zweite Reihe. Wir sind hier auf der Karte Arctic Region, in den Replays heißt sie, glaube ich, Mannheim-Linie oder Männerheim-Line. Und jetzt geht der Spaß auch gleich los. Ich werde jetzt hier öfters mal die Minimap aufrufen, einfach um euch ein paar Dinge ein wenig deutlicher zu machen. Wir haben jetzt hier kurz sehen können, dass ein KV-1S und eine Arl sich auf die linke Flanke begeben. Für die Arl mit Sicherheit gut. Der KV-1S ist da völlig fehl am Platze. Aber wenn man mal in die Liste schaut, ist auch ein tiefroter Spieler, von daher nicht wirklich verwunderlich. Wir setzen unseren Weg fort Richtung rechte Flanke und da poppt schon der erste Gegner auf. Unser E25 scoutet die beiden. Oh, wirklich, T49. Denkst du, das ist eine gute Position? Ich denke es nicht. Dann fahren wir mal weiter. Das ist jetzt so die typische Reihe, auf der sich die Heavy Tanks normalerweise gegenseitig behaken. Hier in dem Spiel, soweit ich mich erinnern kann, ist keine Artillerie vorhanden, deswegen wäre es eigentlich safe. Oh, Kundschaft! Ein VK. Deswegen wäre es eigentlich safe, da hoch zu pushen. Andererseits stehen da oben dann meistens die gegnerischen TDs. Und da haben wir Nummer 2 abgefrühstückt. Und ja, ich mit dem M6 bin halt sowieso nicht für die erste Reihe gemacht, also halte ich mich hier ein bisschen im Hintergrund. Da kann man jetzt sehen, die Hellcats stehen im Norden, genau da, wo ich es eigentlich erwartet habe. Und deswegen muss ich mich hier um diesen VK3002D, ist das glaube ich, kümmern. Das ist auch ein Tier 7 Panzer. Also ich bin hier gutes Mitteltier und würde von vielen, die da auf mich schießen können, richtig eine gewischt bekommen. Jedenfalls dieser VK, der verhindert, dass ich auf der linken Seite vom Berg die Flanke hochfahren kann. Denn der würde mich dort aufspotten und die Hellcats aus dem Norden würden mich dann einfach aufrauchen. Und deswegen muss erstmal der entsorgt werden. Und das versuche ich jetzt hier gerade, eine gute Schussposition auf ihn zu finden, was nicht so wahnsinnig leicht ist. Ich habe auch noch keine 100% Mannschaft auf diesem Panzer. Das ist jetzt die zweite Mannschaft, die ich auf dem Panzer hochziehe. Die erste sitzt mittlerweile auf meinem T29. Vielleicht mache ich zudem auch nochmal ein Video. Na komm, trau dich. Ah, da hat er schon mal eine gefangen. Ihr seht also, auch auf Entfernung ist die Kanone relativ präzise. Ah, da habe ich zu spät geschossen. Und jetzt sieht man aber, dass dieser VK sich auf die andere Seite von dieser Insel verzieht. Da kriege ich keinen Schuss drauf, weil da noch der Felsen im Weg ist. Aber wenn er sich der Nordseite widmet, dann ist für mich hier der Weg frei. Kann man es auch auf der Minimap sehen. Und deswegen setze ich dann jetzt mal meinen Weg links am Berg vorbei in den Norden fort. Mittlerweile ist auch die gute Hellcat schon entsorgt und es ist nur noch so eine mittelgute Hellcat da. Auf den KV-1S kriege ich keinen Schuss, das heißt, er kann aber auch nicht auf mich schießen. Also fahren wir da einfach mal weiter. Der M6 ist ja zum Glück relativ mobil.
Dann gucken wir mal, was uns hier um die Ecke erwartet. Denn gleich gibt es Surprise Buttsex. Kann er schön um diese Felsen herumfahren. So, und jetzt sehen wir die ganze Pracht. Ich entscheide mich jetzt hier, den T50 als erstes rauszunehmen. Einfach, weil er für mich die größte Gefahr ist. Das klingt ein bisschen verrückt. Aber wenn der T50 als leichter Panzer und dieser T43 als mittlerer Panzer, wenn die ihre Eier in der Hose entdeckt hätten, dann würden die jetzt zu mir rauffahren, mich umkreisen und dabei mit ihrer höheren Feuerrate einfach kaputt schießen. Deswegen ist also der T50 für mich die größere Gefahr gewesen und er war zum anderen auch nur ein One-Shot. Hinter mir den Lux, den habe ich wahrgenommen. Kümmere mich aber trotzdem um den T43 zuerst. Leider schieße ich da ein bisschen zu tief. Ja, der Kollege prallt auch ab und der war total daneben gesemmelt. Oh, und jetzt muss ich mich doch um den Lux kümmern, der da hinten irgendwie aus seinem Winterschlaf erwacht ist. Ich lasse meine stärkere Frontpanzerung allerdings nach vorne gedreht. Falls dieser Medium T43 tatsächlich feststellen sollte, dass er ein richtiger Kerl ist und da jetzt hochgefahren kommt, dass er dann halt wenigstens zuerst mal um meine starke Frontpanzerung herumfahren muss. Und dieser kleine Lux, der macht mit seiner kleinen Kanone auf diese Entfernung sowieso sehr wahrscheinlich Abpraller oder eben halt sehr wenig Schaden. Und da hat es ihn dann auch zerlegt. Und jetzt können wir uns wieder hier um den T43 kümmern. Was der Kollege da macht, ist mir völlig schleierhaft, aber bitte. Na komm, lad nach. Und jetzt fresse ich hier doch ein bisschen Damage, weil mittlerweile auch diese Panzer-Selbstfahr-Lafette, hast du nicht gesehen, auf mich aufmerksam geworden ist. Das ist halt das Ding. Normalerweise, als ich da oben rumgefahren bin, hätten die mich längst auf der Minimap sehen müssen. Die meisten Leute gucken aber nicht mal auf ihre Minimap, wenn sich dort 10 nackte Weiber räkeln würden. Und wenn man das einfach ausnutzen kann, ist fast GG. Hier bin ich jetzt nicht so ganz schlüssig, was die Kollegen vorhaben. Es könnte jetzt sein, dass diese Selbstfahrlafette, das ist ein TD, dass der um die Ecke steht und campt und einfach auf mich wartet, während der Black Prince versucht, genau dasselbe, was ich gerade gemacht habe, ja? Einfach außen rumfahren und mir von hinten in den Rücken zu fallen. Aber ein Blick auf die Minimap verrät dann doch, dass die jetzt andere Sorgen haben, weil die müssen sich jetzt langsam um ihre Base Gedanken machen. Also wird der Black Prince sich eher nicht um mich kümmern wollen. Und die Selbstfahrlafette ist auf dem Weg in unsere Base. Das heißt also, es ist unwahrscheinlich, dass seine Kanone gerade auf mich zielt. Tut sie aber irgendwie doch. Glücklicher Abschluss. Und damit haben wir dann auch schon 6 Kills zusammen. Jetzt bleibt nur noch der Black Prince. Das ist auch ein Tier 7 Heavy Tank. Richtig, ja, ein Tier 7. Und der könnte mich halt one-shotten. Und deswegen halte ich mich da jetzt doch ein bisschen zurück, weil ich möchte gerne überleben. Ich schicke ihm aber noch einen schönen Gruß und bestelle ihm mal meine Meinung zu seinem Spiel. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, 2700, nein, 2900 Schadenspunkte ausgeteilt. 6 Abschüsse. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, das war mein Ace-Tanker-Match in dem M6. Und so einfach kann es gehen. Ja? Ich zeige euch jetzt nochmal die Statistiken für das Spiel. Dank euch fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.